Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Heute werden wir zum Merkur fliegen. Und ja, es ist etwa so kompliziert wie zur Sonne zu fliegen. Wir werden auch drei Flybys brauchen, und zwar Venus Flybys. Sie wird dann unsere Periapsis auf eine Höhe von einer Merkurbahn bringen, sodass wir eben eine Merkurlandung machen können. Das hier ist natürlich das kleine Baufeld, also wenn man keine Expansion hat. Das heißt, wenn ihr keine habt, könnt ihr das auch bauen. So, genug geredet, fangen wir mit dem Bau an. Und zwar mit den Hawk-Triebwerken. Und zwar brauchen wir 6 Stück davon. Also das ist wirklich das Maximum, was man im kleinen Baufeld nebeneinander packen kann. Und dann mache ich auch schon mal die Außenwände weg, weil sie natürlich ein bisschen stören beim Bauen. Und da kommen jetzt die Treibstofftanks drauf. 2x20 Treibstofftanks, also 2x20 Tonnen. Und auf jedes Triebwerk müssen eben 2 drauf. Und dann nutze ich hier diesen kleinen Trick mit der Symmetrie. Und jetzt haben wir die ganzen Treibstofftanks oben drauf. Jetzt mache ich ein bisschen was Dummes. Wir bräuchten das eigentlich noch, aber gut, ich mache es trotzdem weg. Und zwar nutzen wir wieder Symmetrie und ja, jetzt müssen wir es abstützen. Wir brauchen die 6 breiten Tanks. Und zwar sind das hier die, ich glaube, 15 Tonnen Tanks. Und zwar 4 Stück. Und darauf kommt dann eine aerodynamische Spitze. Und das klappt natürlich nicht, deshalb muss ich da wieder einmal nachhelfen. Das hat schon so seine Richtigkeit mit der Form, das werdet ihr auch gleich sehen. Jetzt kommen hier 2 Separatoren hin und ein Valiant-Triebwerk in die Mitte. Darüber kommen dann 2 20-Tonnen-Treibstofftanks und daneben nochmal 2 Valiant-Triebwerke. Ein 10-Tonnen-Treibstofftank, ein Separator und dann diese aerodynamischen Rümpfe, damit es ein bisschen aerodynamischer wird. Wieder ein Valiant-Triebwerk und diesmal auch 2 daneben. Das wären dann Booster, 20 Tonnen drauf, die Landebeine und die seitlichen Separatoren dran. Nochmal auf die Booster, 5 Tonnen Treibstoff drauf und die Spitze oben drauf. Jetzt haben wir hier die letzte Stufe mit Kapsel, Fallschirm, Separator, 15 Tonnen Treibstofftank und Valiant-Triebwerk. Ich habe hier allerdings die RCS-Düsen vergessen, also die müsst ihr noch oben dran packen. Das ist die Rakete und jetzt kommen wir zu den Stufen oder erstmal zu den unteren Triebwerken. Da klicken auf diese 3 Punkte drauf und schalten das Triebwerk an. Und zwar machen wir es einfach bei allen. Dann sind die schon mal angeschaltet und wir müssen es nicht immer durch die Stufen regeln. Das könnt ihr natürlich auch bei anderen Raketen machen. Das ist völlig euch überlassen. Und jetzt kommt die erste Stufe. Und zwar mit Symmetrie an, die Separatoren und die Triebwerke. Und ja, da habe ich was kaputt gemacht. Es funktioniert nicht. Ja, ich muss mir Hilfe holen. Wieder am Fallschirm. Und dann funktioniert es wieder. Super. Nächste Stufe. Oder nee, noch dieselbe Stufe. Wir müssen nämlich noch die Booster mit reinnehmen, weil sie eben mehr Treibstoff haben als die zentrale Stufe. Jetzt kommt die Zentralstufe dran, Separator und Triebwerk, danach Landebeine und die seitlichen Separatoren und neue Stufe, letzter Separator und letztes Valiant-Triebwerk. Das war's dann so ziemlich mit dem Bau. Hier ist nochmal die Rakete und die Stufen und da gehe ich noch einmal durch alle durch. Schaut, dass ihr es richtig habt, sonst geht nicht. Und jetzt fliegen wir los zum Merkur. So, wir machen einen Schub auf 100% und an. Die Triebwerke sind ja schon angeschaltet, das heißt, wir müssen die nicht alle einzeln anklicken. Und dann folgt einfach der Winkelanzeige oben links. Die zeigt euch an, wie ihr eben zum Erdorbit gelangt. Und je mehr sie sich halt erhöht, desto weiter müsst ihr euch nach rechts drehen. Und ihr seht diesen kleinen Punkt da, ja, das ist die Apoapsis. Das ist euer höchster Punkt in eurer Flugbahn.
Und wenn die über 30 ist, über diesem grauen Schleier da, dann gelangt ihr ins Weltall. Und jetzt sind wir auch im Weltall. Wir starten die Triebwerke erneut, wechseln die Stufe. Und jetzt sorgen wir dafür, dass wir einen Erdorbit bekommen. Und da haben wir ihn auch. Jetzt einmal dringend abspeichern, kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt wollen wir einen Venus-Flyby machen. Das heißt, wir müssen erstmal zur Venus kommen. Wir setzen Venus als Ziel. Fliegen, also warten, bis die Erde auf dem Transferfenster ist und bis unsere Rakete eben auch auf dem Transferfenster ist. Dann warten wir weiter, bis wir eben sehr nah an die Venus rankommen und eben schließlich auch eine Begegnung. Und das mit dem Flyby, das habe ich schon beim Sonnentutorial erklärt. Das heißt, ich werde es jetzt nicht genau nochmal erklären. Wenn ihr es wissen wollt, wie es geht, schaut euch das Sonnentutorial nochmal an. Ansonsten haben wir hier mit der Venus einen kleinen Vorteil erschaffen. Wir brauchen weniger Treibstoff, um eben zum Merkur zu gelangen. Allerdings haben wir dann auch eine geringere Geschwindigkeit beim Landen. Ihr seht, jetzt haben wir eine ziemlich ähnliche Flugbahn zur Venus. Die Apoapsis ist ein bisschen klein, deshalb müssen wir die noch ein bisschen verändern, sodass wir direkt eine weitere Begegnung bekommen. Und ihr seht da Begegnung. Jetzt haben wir hier zwei Flugbahnen. Das ist einfach die nächste Flugbahn, also bei der nächsten Begegnung die Flugbahn. Die werden wir jetzt auch noch ein bisschen bearbeiten. Und zwar so, dass wir nach oben fliegen, weil wir eben von der Flugbahn her nach unten fliegen. Und jetzt nochmal abspeichern. Dringend, dringend, dringend. Und jetzt sind wir auch schon auf dem halben Weg zum Merkur. Also es fehlt wirklich nicht mehr viel. Wir haben nur noch ein bisschen Treibstoff in der unteren Stufe, aber ein bisschen ist noch drin. Und jetzt drehen wir uns wieder um, sodass wir eben unsere Apoapsis ein bisschen erhöhen können, weil wir nämlich die Venus von oben begegnen müssen. Also wir müssen von oben in den Venus-Einflussbereich reinkommen. Dazu brauchen wir einen Punkt, der eben höher als die Venusbahn ist. Und jetzt warten wir einfach eine ganze Weile, bis wir eben eine Venus-Begegnung bekommen. Für die nächste mögliche Begegnung brauchen wir jetzt 118 Meter pro Sekunde. Die werden wir noch ein bisschen dazufügen müssen, um eben noch eine weitere Venus-Flyby zu bekommen. Und da haben wir sie auch. Wir müssen jetzt nach rechts. Also wir fliegen nach links, das heißt, wir müssen jetzt nach rechts. Und wir bearbeiten das halt noch ein bisschen mit den RCS-Düsen. Immer dafür sorgen, dass ihr eben nicht da reinkommt, also nicht in die Venus-Atmosphäre. Sonst werdet ihr ganz schön verlangsamt und euer Kurs wird eben zerstört. Jetzt haben wir die Venus-Begegnung und die Venusbahn, unsere Flugbahn, ist jetzt schon in der Reichweite von der Merkurbahn. Es ist aber noch ein bisschen zu weit weg. Deshalb müssen wir es wieder ein bisschen erhöhen. Und zwar erstmal mit den RCS-Düsen gucken, was hilft. Und dann drehen wir uns einfach in die richtige Richtung und nutzen dann unsere Valiant-Triebwerke. Also wir drehen uns ein bisschen nach links. Und ja, geben einfach Gas. Das reicht auch schon. Jetzt fliegen wir weiter. Wir fliegen weiter mit der Zeitbeschleunigung. Und hier verringern wir unsere Apoapsis ein bisschen, um eben keine Venus-Begegnung mehr zu bekommen. Und da habe ich tatsächlich Glück gehabt mit der Merkur-Begegnung. Ansonsten müsst ihr halt eben noch ein bisschen länger warten. Wir wollen jetzt eine totale Kollision mit dem Merkur haben. Also dass wir gerade auf dem Merkur zu fliegen und nicht irgendwie schräg oder so. Nochmal abspeichern und dann wieder mit der Zeitbeschleunigung vorwärts, bis wir eben dort ankommen. Noch ein bisschen niedriger, so auf 500 Kilometer. Das sollte wirklich reichen. Und dann gebt ihr einfach Gas. Ja. Bei 80 Kilometern, glaube ich, habe ich angefangen. Ja, bei 80 Kilometern habe ich angefangen und dann gehen wir einfach durch die ganzen Stufen durch, bis wir
endlich landen. Und das macht er halt die ganze Zeit. Und jetzt gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir speichern nochmal kurz und jetzt landen wir. Und da haben wir den Merkur, einen wunderschönen Anblick, ein riesengroßer grauer Stein mitten im Weltall und mehr ist es eigentlich nicht. Wir starten jetzt wieder die Rakete. Ihr solltet vielleicht noch so 10% mindestens haben, damit ihr zurück zur Erde könnt. Ansonsten müsst ihr nochmal die Landung versuchen. Und jetzt haben wir die letzte Stufe nur noch. Ihr seht, ich bleibe bei einer Höhe von etwa 2,5 Kilometern, weil mehr braucht man nicht beim Orbit. Und da haben wir auch schon den Orbit und wir haben auch noch ein bisschen an Treibstoff, etwa 70%. Jetzt setzen wir die Erde als Ziel, ist ja irgendwie logisch. Und dann warten wir auf den Transferfenster. Und kurz vorher geben wir schon Gas. Wir brauchen jetzt auch noch eine ganze Menge an Geschwindigkeit, um wieder auf die richtige Höhe zu kommen. Und ihr seht, da bleiben noch 500 übrig. Und jetzt nur noch 100. Dann haben wir die Begegnung schon. Und jetzt noch die RCS-Düsen. Und jetzt versuche ich ziemlich präzise 10 Kilometer hinzukriegen, dass wir schön tief in der Atmosphäre sind, aber auch nicht zu tief. Und jetzt bearbeite ich das noch ein bisschen und ihr seht, perfekt, 10 Kilometer. Jetzt drehen wir uns quer zur Flugbahn und dann aktivieren wir ja den Separator. Und jetzt sind wir auch schon im Landeanflug. Da haben wir die beiden Module, einmal unsere Kapsel und das andere ist natürlich die letzte Stufe. Und ihr seht, wie schön die direkt nebeneinander verlangsamen. Und jetzt können wir auch gleich den Fallschirm öffnen. Da haben wir es gemacht. Und jetzt wechsle ich mal zum anderen, damit wir ein bisschen Feuerwerk am Ende sehen können. Da ist die Erde. Und dann bumm. Tolles Feuerwerk. Und jetzt müssen wir dieses kleine Stückchen hier noch warten. Und dann sind wir endlich wieder auf der Erde. Ja, da können wir die Mission beenden. Und das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!